Hallo Leute, es ist mal wieder soweit. Es ist Zeit für ein Community-Event. Yay! Speedy hat mal wieder ein wunderschönes kleines Spielchen vorbereitet, in das wir uns jetzt hineinstürzen. Ich weiß nicht genau, was passiert, aber es gibt auf jeden Fall was zu gewinnen. Und das für euch. Also bleibt dran. Gut, neues Spiel. Von Speedy Underwood. Beim letzten Live DSCS Event. Rückblende. Whatever. War das wirklich so? Ich glaube, das war wirklich so. Ja, ich glaube, das war so. Ja, doch, ich glaube, das war... War das wirklich so? Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, das war so. I don't know. Krächz! Wir sehen uns dann bei meinem nächsten DSCS-Event. Ach so, echt? Bis zum... War das so? 3 Monate später. Echt? 3 Monate ist das her? Weiß ich nicht mehr. Nach Alex letztem Abenteuer, die wunderbaren Festlichkeiten am Ende des Jahres und die Gepflogenheiten des Schabernacks, sind wir gespannt, was unser König uns heute kredenzt. Spaß beiseite, ich bin Donnef204. Yay. Okay, let's go. Okay, wir haben hier 50.000 kleine, krächzende Dinger. Na, ihr kleinen, wuschligen, schönen, hässlichen Viecher. Wuschlig, schön, hässlich, okay. Seid ihr bereit für eine kleine Geschichtsstunde? Krächz, krächz, krächz. Dann passt alle gut auf. Narrenwaschi, Licht aus. Krächz. Was passiert hier? Ich habe keine Ahnung. Okay. Okay, okay. Das ist komisch. Unsere Existenz beginnt mit großer, dunkler Leere. Doch plötzlich gab es einen großen Knall, den Urknall. Als sich der Rauch verzog, war am Anfang unserer Existenz ein großer, mächtiger Baum der Götter, der durch die Leere schwebte. What? Göttlicher Baum Fertiles knallt sich durch die Leere der Existenz. Okay. Interessant. Lassen wir das einfach mal so stehen. Dieser Baum hatte die furchtbarsten und dicksten Äste unserer gesamten Existenz, die es je gab. An der Spitze der dicksten und mächtigsten Äste befanden sich 6 riesige Türen. War das so? Okay. Diese 6 gigantischen Türen führten in 6 völlig unterschiedliche Universen. Jedes Universum hatte eine eigene Quelle der Macht, die im göttlichen Baum Fertiles zusammentrafen und Fertiles. Als ob man nicht einfach Wörter nehmen kann, die ich aussprechen kann. gut. Okay. So die verschiedenen Türen stets offen hielten. Diese 6 Quellen der Macht waren die legendären Infinity-Waschratten. Ah, okay, I see. I see. I get it. I get it. Die Infinity-Waschratte der richtigen Räumlichkeit. Die Infinity-Waschratte der reichlichen Realität. Die Infinity-Waschratte der monumentalen Macht. Die Infinity-Waschratte der geistreichen Gedanken. Die Infinity-Waschratte der suchenden Seelen. Die Infinity-Waschratte der zerstreuten Zeit.
Die Infinity-Waschratten waren weitläufig verteilt auf dem göttlichen Baum Fertilis, auf dem wir alle leben. Jener, der die Macht einer Infinity-Waschratte erlangt, erlangt die Kontrolle über das jeweilige Universum. Sollte jedoch jemand alle miteinander vereinen, so würde er der Herrscher über ganz Fertilis werden. Weswegen zahlreiche tolle Schurken versuchen, sie in ihre langen, abenteuerlichen Finger zu bekommen. Und angebliche Helden, Retter des Gleichgewichts, versuchen sie vergeblich zu beschützen. Doch sie vergessen dabei das Wichtigste. Chaos macht Spaß! So, Narrenwaschi, Licht an! Rechts! Ich glaube, ihr kleinen Shibiwashis seid die Inkarnation und Wiedergeburt der längst verschollenen ursprünglichen Infinity-Waschratten. Krächz, krächz, krächz. Und nun gehört ihr alle mir. Krächz. Keine Sorge, Washi, ich werde gut auf sie aufpassen. Krächz. Kommen wir allerdings zum eigentlichen Thema. Wir feiern nämlich gleich zwei wunderbare Jubiläen. Die DSCS-Events gibt es dank mir jetzt schon länger als ein Jahr. Und es ist das erste Event, das vollkommen in meinen Händen liegt. Chaos macht Spaß! Rechts, 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 rechts. Ich weiß zwar nicht, wo die zwei Idioten gerade sind, aber nutzen wir die Chance für ein paar Insider-Infos. Ich habe mir das große, gigantische, durchriebene Böse? Wieso durchriebene? Okay. Böse vierte offizielle DSCS-Event in etwa so vorgestellt. Narrenwaschi, Licht aus! Rechts. Vom Altarwächter. Nach einer sehr langen Reise erreicht unser Held DonF204 endlich das Ziel. Sein dummer Spaziergang um die Welt hat ihn überhaupt nichts gebracht. Er ist immer noch so fett wie vorher. Yo, Scherz beiseite, ich bin der Altarwächter! Das hier kommt mir so bekannt vor. Aber gleichzeitig auch wiederum nicht. Ja. Huh? Donf! Ich heiße nicht Donf. Super Schurke macht Kopf von Donauer. Was? Wow, chill. Was soll das denn jetzt? Donf! Super Schurke ist stärker als jeder andere. Langsam reicht es aber. Was ist denn in dir gefahren? Donf, die Map. Boom, in 21 Sekunden. Donf, Super Schurke, dich vernichten vorher. Hör auf mit dem Mist. Sonst lässt du mir keine andere Wahl. Donf, Donf, Donf! Okay, dann legen wir mal los! Donf, noch 20 Sekunden, dann Planet Boom! Donf, Super Schurke macht Superheld kaputt! Ich weiß zwar nicht, warum du hier so rumbrüllst, Bro, aber ich kann dich auch zum Schweigen bringen. Kannst du das wirklich? Hab nicht so das Gefühl. Donf, Donf, Donf! Ich weiß nicht, wie ich das synchronisieren soll. Tut mir leid, Leute. Aber ich glaube,
Ihr könnt mir beipflichten, dass ihr nicht wisst, wie man das synchronisieren soll. Okay, es brennt alles. Okay. Donf! Und so endet die tragische Geschichte von Donf204 und Speedy Underwood. Sie bekämpften sich bis aufs Blut. Böse versus gut. Superheld gegen Superschurke. Idiot gegen Idiot. Am Ende ihrer Kräfte sich gegenseitig vernichtet. Doch jetzt bist du an der Reihe, eine im Vergleich zu mir sehr langweilige Geschichte zu erzählen. Erzählst du eine Superheldenreise oder eine Schurkenreise? Bist du das Team Böse oder das Team Gut? Werden Don oder Speedy in eurer Geschichte vorkommen? Mit spannenden Superkräften? Oder erzählt ihr eine völlig eigene Helden- oder Schurkengeschichte? Wie dem auch sei, nun ist es offiziell DSCS Community Event Nummer 4 startet! Thema 1, Superhelden bei DonF204 versus Thema 2, Superschurken bei Speedy Underwood. Es steht euch völlig frei, ob ihr die Geschichte erzählt oder nur einen Kampf erstellt oder ein Minispiel. Die Regeln sind dieselben wie immer, mindestens 30 Minuten lang, maximal 3 Stunden lang und 8 Wochen dafür Zeit. Ab jetzt! Es gibt natürlich auch wieder Preise. Ich habe zwar keine Ahnung, wem das Sparschwein hier gehört, aber ich verteile großzügig 3x10 Euro Steam-Guthaben an zufällige Teilnehmer und 3x5 Euro an die Leute des Gewinnerteams. Böse versus Gut. Darauf komme ich gleich zu sprechen, wenn es nicht erwähnt wird. In der Steam-Gruppe RPG Maker MZ German, in Klammern RPG Maker MZG, findet ihr alle weiteren Infos zum DSCS Community Event. Link in der Videobeschreibung. Die Seite sieht so aus und da findet ihr unter Diskussion dann den angehefteten, die angeheftete Diskussion. Jetzt ist Community Event 3 gerade bei mir hier. Da wird dann das vierte angeheftet sein oder hier unten. Werdet ihr dann sehen. Gut, dann habt ihr das auch mal gesehen. Und könnt nicht sagen, ihr habt das nie gesehen. Okay, let's go. Oder auch in Discord und auf YouTube von DonF204. Genau, die Links dazu sind auch in der Videobeschreibung zu meinem Discord. Da könnt ihr natürlich auch alle möglichen Fragen stellen, wenn ihr Fragen habt. Oder halt auch in die Steam-Gruppe. So. So, jetzt reicht es auch wieder mit der Fremdwerbung. Wir sehen uns in meinem nächsten Vlog und erstellt für mich fleißig Spiele, die dann mir gehören. Bald werden alle Universen eh mir gehören. Dann gehört mir eh alles. PS? Chaos macht Spaß! Okay, wunderbar, Leute. Ich glaube, das war's soweit. Ich komme gleich nochmal drauf zu sprechen. Oh, Spannung. Was passiert da? Der Altarwächter spielt inzwischen aktiv gegen uns. Ho! Es wird Zeit, dass wir uns auf seine Existenz setzen. Trä! Wir sollten schleunigst handeln, bevor er es schafft, sein Ziel zu erreichen. Ho! Mein Hintern ist poliert und das Gewicht ist gleichmäßig verlagert. Und damit bin ich bereit zum Plattwalzen. Tröt! Manchmal muss man halt mal etwas plattwalzen. Ho! Ja, manchmal sind Opfer nötig. Für den Schutz von Fertilis. Tröt! Dann sind wir uns ja einig. Oh.
Okay, das ist crazy shit. Die Zeit für meinen Hintern ist gekommen. Wir dürfen nicht versagen. Ho! Elefant Olli, der größte Arsch des Universums. Okay. Okay. So, das war das Einleitungsvideo. Die genauen Regeln findet ihr, wie gesagt, in der Steam-Gruppe. Die wird dann verlinkt in der Videobeschreibung. Und zu den Preisen nochmal, genau. 3 × 10 € gibt es jeweils verlost unter allen Teilnehmern. Das heißt, per Zufall wähle ich bzw. der Zufallsgenerator dann 3 Teilnehmer aus und die gewinnen dann jeweils 10 € Steam-Guthaben. Und dann verlose ich noch 3 × 5 €. 3 × 5 €, also insgesamt nochmal 15 € an das Siegerteam. Ganz einfach, ihr wählt aus, macht ihr ein Spiel über Superschurken oder macht ihr ein Spiel über Superhelden? Und dementsprechend wird dann so entschieden, wo die meisten Spiele eingereicht wurden, entweder Superhelden oder Superschurken. Das wird als Gewinnerteam gewertet oder als Gewinnerthema. Und unter denen werden dann die 5 € Gutscheine dann auch nochmal verlost. Wenn ihr also Schurken, ein Spiel über Schurken macht, in dem man böse Dinge tut, und das machen die meisten, dann gewinnt ihr. Machen allerdings die meisten Leute ein Spiel über Helden, dann verliert ihr. Aber ist nicht schlimm, ihr nehmt trotzdem an der normalen 3 × 10 € Verlosung teil. Ich hoffe, das ist soweit verstanden. Wenn nicht, Fragen in die Kommentare. Ich beantworte alle Fragen. Und es wird auch nochmal ein Zusammenfassungsvideo geben mit allen Regeln zu dem Event. Aber die könnt ihr auch, wie gesagt, in der Videobeschreibung nachlesen. Einfach nur draufklicken. Okay, danke fürs Zusehen. Tschüsseli. Ich hoffe, ihr macht mit. Wehe, wenn nicht.